Recht herzlich willkommen zur 108. Folge von Aborion. Ja, wir sind auf dem Weg des Sprunges. Ich bin, glaube ich, schon fertig, kann ich klicken. Ja, genau so sieht's aus. Und ja, unser Dingens folgt uns, unser Trader, den wir da entwickelt haben. Der hat ja jetzt auch einen Sprungantrieb und seitdem das geht, ist er dabei. Weiß nicht, vielleicht ist er auch mit irgendeinem Patch gekommen, weiß ich jetzt nicht. Wir sind auf jeden Fall unterwegs in Richtung unserer Ölplattform. Oder Ölbohr-Asteroiden, keine Ahnung, wie wir das nennen wollen. Und die befand sich ja, glaube ich, hier. Ne, da. Und unser Weg geht jetzt dahin. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier... Achso, wir können ja hier gucken, hier gibt es auch nichts wieder. Wir sind wieder in irgendwelchen Bereichen, die nicht wichtig sind, in Anführungsstrichen. Da wir dahin müssen, würde ich jetzt mal einfach hier hinspringen. Haben wir den C-Dingsterbums da drin? Ne, wir haben das Handelssystem drin und gucken wir mal schnell noch mit dem Teil hier nach. Ah, hier gibt es nämlich auch was. Wertvolle Objekte gefunden. Zwei sogar. Einmal da. Dann gucken wir uns die doch mal gerade an. Ist besonders schwierig da hinzukommen, oder wie sehe ich das? Ne, dahinter ist er schon. Und das ist, glaube ich, ein Asteroid, oder? Naja. Oder doch? Nee, das ist noch dahinter. Würde ich jetzt sagen, dass sich hier hinter etwas versteckt. Und da ist es. Geheimversteck. Öffnen. Und was haben wir da gefunden? Dreifach-Pulskanonen-Geschützturm. 25,2 Nanonit. Ist interessant, ne? Und das zweite Objekt befindet sich irgendwo da. Wo denn? Wo ist da? Hä? Ah, okay, das war wahrscheinlich das. Das andere muss da irgendwo sein. Ah, da ist ein Asteroid auf jeden Fall wahrscheinlich. Das haben wir ja mal gerade hier noch durchgeschlängelt, geschafft. Dann nehmen wir den Asteroiden auf jeden Fall mit. Okay. Da ist er. So, dann sind wir fast am Stehen. Müssen aber noch näher ran wohl, ne? Oder? Ja. 17 war das, oder? Na, 20 sogar. Den nehmen wir ein. Interagieren gerade mit dem. Mine gründen geht noch nicht, ne? Also würde schon gehen, aber finanziell Ölbohrturm hier. Eismine, Kupfmine, wir können nur Minen machen. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht mal irgendwann auch sowas haben könnten wie eine eigene Produktion. Obwohl, die können wir wahrscheinlich als Schiff bauen in dem Sinne, klar. Müssen wir dann mal gucken, wie das geht. Den haben wir jetzt geclaimed. Das bedeutet, wir gehen mal hier hin, weil da können wir eine Notiz hinterlassen. Asteroid. Okay. Und haben den schon ausgewählt, können wir dann ausrichten. Das wäre da lang. Wo ist es da? Und einmal jumpen. Gut, nächster Bereich. Hier gibt es wieder Tore. Das ist schon mal sehr schön. Gen Süden geht's. Achso, das ist er hier, der followt uns. Deswegen diese vier Pfeile wohl eskortieren. Ja, komm, wir springen einfach mal, gehen einfach mal durch den Südtor. Das ist es. Und schauen, wie sich das anfühlt, da durchzufliegen. Nein, wie sich's anfühlt, kann man gar nicht wissen. Okay, da ist unser Tank schon leer, oder was?
Ich weiß nicht, was das gerade war, aber der Balken war leer. Sind wir gestört worden von irgendjemandem? So, wie geht's hier weiter? Okay, ein Südosttor gibt's dann. Süd-Südwest, nicht Südost, Süd-Südwest war schon richtig. Ist die Frage, wann unser Kollege nachkommt. Ja, schaffen wir. Obwohl es mit dem Sprungantrieb mehr Sinn macht, kann er sein. Jetzt müssen wir warten, bis die Torgebühr bezahlt ist, dann ist das Schiff auch nachgekommen, ne? Können ja mal gerade schauen, was hier so los ist. Schwarzes Brett, Ressourcen, 100 Carbon. Okay. Kreditgebühr bezahlt, das heißt, er ist da gerade hinten durch. Das ist schon mal sehr schön. Ah, guck mal hier. Gibt es noch ein Tor? Und das ist das große hier. So, vielleicht rauszoomen, dann sehen wir auch, wo es hingeht, die Reise. Sehen wir allerdings nicht. Was zeigt mir diese Symbolik hier an? Na, weiß ich auch nicht. Ist das woanders auch, wo diese... Ne, da wird das nicht angezeigt. Ist jetzt auch nicht so spielentscheidend, ne? Jetzt ist es auch nicht mehr da. Okay, egal. Wir fliegen das. War das das? Nordost? Nordtor? Achso, wir sind ja schon an dem Südwest-Tor. Ist er jetzt schon nachgekommen oder kommt er nach? Ja, er ist schon fast da. Alles klar. Gut, läuft. Dann mal durch. Und wir müssen hier auf jeden Fall ein Stück weg, ne? Wie war das? Weil der sonst uns rammt. West-Nordwest-Tor? Ne. Oder? Ich denke, wir machen... Ach, das ist aber eine Sackgasse. Vielleicht würde diese Linie auch noch da gehen. Aber ich bin dann doch mehr für das West-Nordwest-Tor. Er ist durch mit der Torgebühr, also können wir ja auch gleich hinfliegen. So, gucken wir hier rein. Aber hier ist Sackgasse, bedeutet, wir können auch gleich zurückfliegen und nehmen mal das andere Tor dann. Er ist ja noch nicht hier, dann machen wir das. Nord-Nord-Ost-Tor? Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen dann dieses Tor, wahrscheinlich Süd-Süd-West-Tor, ne? Das war's doch, oder? Ja. Dann da rein. Okay. Und das ist die lange Verbindung. Ja, machen wir mal, ne? West-Südwest-Tor. West-Süd-West-Tor passt. Dann geht die Reise dahin. Gucken, wann er hinter uns ist. Wir können mal gerade schauen in unserem Baubildschirm. Flakgeschützturm. Schaden 11,6 die Sekunde. Unabhängiges Zielen. Drei Verpulskanonen Geschützturm. Das war das aus dem Geheimversteck. Keine Ahnung, wofür das Sternchen gut ist.
Überhitzt auf jeden Fall. 25,2 Schaden. Und der Doppelmaschinengeschützturm hat 189 Schaden. Die Symbolik unten rechts erklärt sich jetzt nicht unbedingt, oder? Das Elektro. Und doch, das wiederholt sich immer irgendwie. Keine Ahnung, warum die Symbolik da jetzt so ist. Der überhitzt, der nicht. Außergewöhnlich und selten. Tja. Jetzt müssen wir noch wissen, was wir drin eingebaut haben, ne? Das sehen wir hier, oder? Tesla-Geschützturm. Und dann die Bergbaugeschichten. Recycling-Bergbau, okay. Ich glaube, das können wir wegnehmen. Ist schon durch? Nee, ne? Ich dachte gerade, da wäre was, was für uns interessant ist. Ist es aber nicht. Wann kommt er? Der müsste da durchkommen, oder? Und wir müssen dahin. West-Südwest war das, ne? Ja. Und wir müssen warten, bis er da durchkommt. Hat er es wieder nicht geschafft, uns zu folgen? Kann das sein? Ah, okay. Die Antwort hat er gerade selber gegeben. Er hat es geschafft. Gut. Dann mal schnell da durch, dann können wir schon mal gucken, was dahinter weiter ist. Mhm. Sehr schön. Was ist das hier? Solarkraftwerk. Da unten haben wir noch was. Noch ein Solarkraftwerk. Und wieder ein Solarkraftwerk. So. Ja, wir müssen da zwei Sprünge machen, so wie es aussieht, ne? Um da hinzukommen. Ist noch unterwegs irgendein grüner Blips? Ne, ist er nicht. Dann können wir schon mal die Koordinaten nehmen. Und sobald die Torgebühr fällig wird für unseren Kollegen, können wir springen. Das war aber erst die Sprungroute berechnet. Tja. Kurz einen Moment noch warten, bis er durch ist. Gucken wir nochmal gerade hier in die Liste. Was ist denn hier? Solar, Dreimal und Gaskollektoren, okay. Handelsposten, Reparaturdock, Ressourcendepot. Schrottplatz. Da sind wir wohl mal hingesprungen, ohne dass es was Interessantes gab. Warte mal, Shift-Taste. Ja, dann kann man den Sprungtor hier, drei Tore, okay. Hier ist auch eine Ölraffinerie, das war das, was für uns interessant gewesen wäre. Vier Tore. Edelmetall, Kupfer, Edelhandel, ja. Er ist immer noch da. Hier gibt es einen Weg rüber. Wahrscheinlich hier lang und dann da lang. Gut. Ja, wann kommt er denn dann? Hier ist auch sonst nichts Interessantes da, oder? Was wollen die denn hier so haben? Nicht schießen. Schon ausgewählt, okay. Die Energiezellen wollen die haben.
Der ist für die nächsten Sekunden hier drin. Ist er das? Mobile Resource Merchant. Okay, der fliegende Händler. Grüße, cool, sprechen wir. Okay, was ist dein Heimatmaterialhandel? Achso, der bringt sowas mit. Das ist aber für uns jetzt nicht interessant. Interessant ist, dass der Kollege aus irgendeinem Tor jetzt langsam erscheint, aber das war es, glaube ich, nicht, oder? Nee, das ist es. Ja, wir holen ihn mal ab, glaube. Oder gucken, ob er hierher kommt. Ich glaube, er ist wieder hängen geblieben. Ja, da hinten am Tor steht er noch. Folgt er uns jetzt noch oder nicht? Schiff mit Luxusessen. Der hat Luxusessen an Bord. Sehr interessant. Was ist das hier? Reparaturdock. Da wird ordentlich gekämpft, ne? Kommt er jetzt oder kommt er nicht? Er kommt, oder? Ja. Wer anders ist gerade weggesprungen. Wir drehen uns um und fliegen durchs Tor. Gehen ein Stück aus dem Weg, bevor der uns wieder rammt. Und da ist er. Und wir müssen in die Richtung. Und sind wir gesprungen. So, jetzt sind wir noch nicht da, weil wir nochmal springen müssen. Ein Schiff von Asreiter. Ich glaube, er hat es jetzt hier nicht geschafft, hinterher zu kommen. Oder doch, ist er jetzt da? Nee. Trader 1 ist jetzt noch im alten Sektor. Ah. Jetzt ist die Frage, ob er noch hinterherkommt oder nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen ihn nochmal holen. Das funktioniert wohl nur, wenn er relativ nah ist. Die Entfernung war zu groß. Das haben wir dann wohl schon rausgefunden, ne? So. Dann holen wir ihn da nochmal ab. Er meckerte das aber gar nicht an, ne? Da ist er jetzt. Er kommt auf jeden Fall wieder zu uns. Koordinaten geben wir schon mal ein. Wie weit ist er jetzt weg? Sprungroute ist berechnet. Er ist jetzt da. In dem Sinne, ich würde mal noch näher rankommen lassen. Kurze Distanz. Unter 1 Kilometer, würde ich mal sagen. Und dann springen wir mal. Und er ist nicht mitgesprungen diesmal. Ich weiß jetzt nicht, warum er nicht mitgesprungen ist. Sekunden effektiv, 38 da oben. Ist jetzt für mich jetzt ein bisschen schwierig, das da oben nachzuvollziehen.
Nee, das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, warum er jetzt nicht mitkommt, ne? Wir haben ihn doch hier. Ist er jetzt da oder was? Nein. Sieht immer so aus, ne? Wie heißt unser Schiff hier? Asreiter. Renew. Macht er nicht. Er kann nicht mein Schiff eskortieren, sozusagen. Sektor patrouillieren. Feinde Angreifer. Abwracken, eskortieren, Güter kaufen, Güter verkaufen, Stopp. Eskortier. Geht nicht. M. Ja, gestaltet sich jetzt schwierig, ne? Jetzt müssen wir da wieder hinfliegen. Dann sind wir wieder hier. Wo ist er? Da oben. Gib ihm mal die Aufgabe. Befehle. Mich eskortieren. Macht er auch. Das Symbol steht da dran, mit diesem Pfeil und dem. Weiß ich nicht, was das andere Zeichen sein sollte. Und wir machen mal hier die Route hin. Jetzt steht er ja direkt neben uns. Und jetzt ist er wieder nicht mitgesprungen, oder? Das versteht jetzt keiner, oder? Warum das jetzt nicht geht? Weil wenn das nicht geht, wie soll er dann zu mir springen? Ja. Koordinaten in Navcomputer eingeben. Wir springen einfach mal weiter. Lassen ihn da gerade geparkt. Sprungroute ist berechnet, wir brauchen noch 2 Sekunden. Springen da mal gerade hin. Und was passiert jetzt? Da ist unsere Bohrplattform. Mehr passiert hier nicht, ne? Ja, warum er jetzt nicht hinterher gesprungen ist, keine Ahnung. Müssen wir mal in der nächsten Folge schauen, wieso das jetzt wieder nicht gegangen ist. Vielleicht gibt es da irgendwo was zu lesen. Werde ich mal schauen, ob ich das hingehend herausfinden kann. Jo, dann würde ich sagen, wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das. Wenn die Folge euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und sonst schaut in der nächsten Folge wieder nach. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.